Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvideo. Ja, ich hatte letztes Mal gesagt, heute kommt XL gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das X lassen wir weg. Es ist ein L gespielt, weil es sind doch nicht so viele Sachen, die wir im letzten Monat gespielt haben. Aber auch schöne Sachen. Und es ist wieder eine wilde, bunte Mischung geworden. Und wir fangen mit dem erstbesten Spiel auch gleich an. Die Sanduhr ist gestellt, bedeutet zweimal, also einmal drehe ich sie, eigentlich drehe ich sie zweimal, wenn man es richtig sehen will. Ihr seht gleich am Anfang, wie ich sie drehe, dann fange ich an zu reden und genau in der Mitte wird dann nochmal gedreht. Und dann ist aber auch die Redezeit eigentlich zu Ende. Ich weiß, manchmal überziehe ich, das bedeutet aber, dass das Spiel dann wirklich noch mehr Zeit braucht. Und manchmal denke ich mir auch, ja, eigentlich sind wir durch. Nur für die Leute, die noch nichts davon gesehen haben oder noch gar kein Video von XL gespielt mal gesehen haben. Jetzt rede ich schon wieder zu viel. Lasst uns mit den Spielen beginnen. Und das Erste, was wir aber machen, ist ein Intro. Und das geht jetzt los. Ja, Fake Artist. Ja, fängt ja schon mal gut an, sollte man vielleicht schneiden. Egal, nein, wir machen es nicht. Fake Artist ist ein schönes, cooles Spiel. Ich dachte einfach mal, okay, wir nehmen dieses Spiel, kaufen es irgendwann, haben wir bei der Spielemesse Essen 2022 gekauft und dann irgendwie, also wollte meine Freundin das unbedingt haben, dann haben wir gesagt, okay, das Ding ist aber, dass man es erst für ab 5 Spielern überhaupt spielen kann, also 5 bis 10 Leute. Und ich dachte mir so, wann sollen wir das denn mal spielen? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Also das ist doch total doof eigentlich. Aber wir hatten dann irgendwie die Möglichkeit, doch mit ein bisschen mehr als nur 2 Leuten zu spielen. Und dann haben wir es halt gespielt und es macht da halt richtig viel Spaß. Aber es ist schon so, wenn man halt so ein ähnliches Spiel hat, was wir jetzt auch nochmal gleich darstellen, ist es halt schon sehr ähnlich. Und zwar ist es einfach so, wir malen an einem Projekt, 4 Leute wissen Bescheid, was es ist und der andere nicht. Ja, und dann fängt man halt an zu malen und man fängt halt an, so man versucht, was man ja auch nicht wirklich gut kann, also nicht jeder kann gut malen, dementsprechend malt man und dann geht es halt weiter, der nächste malt auch und dann kommt natürlich der, der keine Ahnung hat. Ja, und der muss dann auch malen, egal wie, weil der weiß halt nicht, worum es geht. Und wenn da jetzt da drauf steht zum Beispiel Tier, also Pinguin zum Beispiel, dann versucht man natürlich einen Pinguin zu malen. Ja, aber wie kann man das gut machen? Ja, mit einem Schnabel oder so oder so ein bisschen die Form oder irgendwie. Und irgendwann kommt dann so eine Linie und man denkt sich so, was ist das? Soll das eine Linie von einem Rucksack sein? Macht ja gar keinen Sinn, aber genauso funktioniert es. Dann wird darauf gezeigt, wer ist eigentlich hier der Verräter, wer glaubt, wer ist es. Und das war's. Ja, jetzt keine große Hexerei. Gibt es schon, haben wir schon alles mal gesehen. Ja, ihr habt voll recht. Aber es macht trotzdem Spaß, gerade in so einer großen Gruppe, glaube ich, wenn man so zu 8 vielleicht ist. Dann wird es natürlich auch ziemlich heftig, weil dann einfach mal 7 Leute schon vorher vielleicht gemalt haben und man denkt sich so, ah, ja, ich erkenne es langsam. Es ist ein Autoradio. Und dann kann man vielleicht noch die ein oder andere Linie richtig setzen. Ich fand es trotzdem lustig, weil selbst wenn man es nicht wusste, konnte man irgendwie was machen. Und dann haben alle anderen irgendjemand anderen so vermutet, dass der das ist, der keine Ahnung hat. Und deswegen, ja, kann man das auf jeden Fall gern mal spielen. Stifte sind gleich mit drin und macht halt Spaß. Was mir richtig Spaß gemacht hat, war Black Hole Buccaneers, keine Ahnung. Das Ding ist echt günstig, also wenn ihr es kauft, ich weiß es nicht mehr, 12 Euro oder sowas, also wirklich gar kein großer Anschaffungswert. Es sind auch wirklich nur Karten drin und dann fängt man an, so diese Regeln zu lesen und denkt sich so, wow, da ist viel mehr drin, als man eigentlich dachte. Und es ist wirklich richtig cool, weil man hat so diese Karten, die verschiedene Möglichkeiten bieten. Also das bedeutet wirklich, man hat eine Karte,
Das ist zum Beispiel ein technisches Support-Teil oder so. Dann hat man so einen Gameboy, weil man Spielzeug hat. Und man hat wirklich einen Ablaufplan, wann man diese Karte spielt oder wann man sie einsetzt, ob man sie gleich am Anfang einsetzt. Dann gibt es sogar einen Mechanismus, wo man Karten sammelt, also einen Sammelmechanismus. Und das Ganze kommt jetzt noch viel cooler, denn es geht wirklich um Punkte. Hier wird am Anfang des Spiels sozusagen festgelegt, welche Punkte wir erreichen dürfen. Nicht mehr, nicht weniger. Zusätzlich kommt aber auch noch mal so ein kleiner Gimmick, der dann im Grunde sagt, so ihr dürft am Ende sozusagen 2 Punkte mehr berechnen. Dafür gibt es dann aber auch noch mal Karten, die man gespielt hat, die dann auch irgendwie am Ende des Spiels, wenn man nicht mehr Spielzeug, sage ich mal, ist jetzt nur ein Beispiel, mehr Spielzeug als alle anderen ausgespielt hat, kriegt man irgendwie noch mal 2 Punkte obendrauf. Hat man den größten Frachter in seiner Kolonie, ja, seine Raumschiff, dann kriegt man dafür auch noch mal Punkte. Also es ist wirklich immer so ein Überlegen, Taktieren, spiele ich die Karte lieber oder reiche ich sie weiter und so. Und so spielt sich das richtig gut. Ich glaube auch, dass wenn man das 3, 4 Mal gespielt hat, ist es jetzt nichts Neues oder so, aber man hat dann mehr Möglichkeiten oder man überlegt sich auch so, welche spiele ich weiter, weil ich weiß da, was da noch kommt und worauf ich vielleicht abziele. Also ich fand es mega interessant, wirklich richtig cool. Die eine Runde gab es wirklich, wo dann einer gar keine Punkte gemacht hat, weil er wirklich über diesem Limit einfach war und nichts dagegen machen konnte. Und das ist halt mehr als nur einfach so ein Kartenablaufspiel. Es hat halt viel mehr kleine Regeln, die ineinander greifen, die mehr zusammen was ergeben am Ende der Runde, wo man denkt sich so, also man denkt dann so einfach, ey, krass, hätte ich nicht das Raumschiff Enterprise genommen. Ja, also zu dem Artwork muss man einfach dazu sagen, es ist halt aus allen Genres, was man nehmen kann. Gameboy, Enterprise, Galactica, auch von Comic-Serien und so weiter. Alles wird hier mit reingeschmissen. Es ist super cool, wenn man sich das dann anschaut und denkt so, ey, den Namen haben sie nicht benutzt. Ja, ist klar, Lizenzrecht und so weiter. Aber man sieht, dass es das ist. Und das macht richtig viel Laune. Also ein wirklich tolles Teil, was ich nur empfehlen kann. Detective Club, genau das, was ich gesagt habe, das ist so für mich auch so ein Social Deduction Spiel, wo man einfach so richtig viel Spaß hat. Also hier ist es ja wirklich so, dass man halt Karten interpretieren muss und so wie bei nicht Fine Artist, sondern Fake Artist, hat man ja auch hier wieder jemand, der keine Ahnung hat, worum es geht. Ja, das finde ich halt total lustig, es macht Spaß und man muss halt eine Karte spielen, weil man halt weiß, weil man aufgeschrieben bekommen hat, es geht um einen Baum und dann spielt man diese eine Karte, alle können sehen, ah, okay, der hat schon geht in die richtige Richtung. Kommt natürlich auch darauf an, welche Karten ich auf der Hand habe, denn wenn ich nichts mit Wald oder mit Bäumen auf der Hand habe oder so, dann macht es halt wenig Sinn. Und so ist es immer wieder lustig und interessant, wie dann irgendwie vermutet wird, dass der eigentlich gar keine Ahnung hat. Ja, es liegt dann aber wirklich daran, dass der halt auch schlechte Karten hat. Man spielt sozusagen eine Runde eine Karte, dann geht es einmal rum, dann ist man mit der zweiten Karte drin, da kann man sogar noch ein bisschen was rausreißen, wenn man keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Und es gibt ja nur einen, der keine Ahnung hat. Aber dann zieht man halt wieder Karten auf und manchmal ist es in der ersten Runde so, man muss halt irgendeine schlechte Karte legen, dann zieht man eine Karte und auf einmal hat man die richtig passende Karte auf der Hand und kann jetzt wirklich den kompletten Wald hinlegen, weil ja Baum gesucht. So, dann am Ende sagt aber auch derjenige, der Baum aufgeschrieben hat, erzählt sozusagen, was er gesagt hat. Und das ist natürlich nochmal so ein Kniff, wo man dann wirklich am Ende nochmal so ein bisschen umswitchen kann. Ah, er meint Baum. Und dann muss jeder seine Karten erklären. Und natürlich kommt ganz häufig die Ausrede, ich hatte halt keine bessere Karte. Aber es gibt so ein paar Leute, die halt so richtig gut sich rausreden können. Und auch versuchen natürlich, das so abzuhören. Wichtig bei dem Spiel finde ich ganz, ganz besonders krass, ist derjenige, der halt Baum aufgeschrieben hat, weil der versucht nämlich
mit dem, der keine Ahnung hat, ein Bündnis einzugehen. Das bedeutet, man muss wirklich überlegen, mache ich das jetzt richtig schwer oder leicht? Denn meine erste Karte, die ich hinlege, wenn ich Baum geschrieben habe, die muss natürlich eindeutig sein. Man muss so ein bisschen umdenken, weil der muss es erkennen. Man darf den auch nicht beschuldigen und sagen, der hat keine Ahnung, sondern man muss versuchen, selbst immer auf jemand anderen zu tippen, auch wenn man nicht weiß, wer hier keine Ahnung hat. Ja, sehr cool, macht unglaublich Spaß. Hexen 1733. Ihr wisst, das ist unser Rollenspiel, was wir jetzt schon im drittes Jahr jetzt mittlerweile spielen. Also wir tendieren jetzt auch immer mehr zum Finale langsam, aber sicher hin. Ich weiß, wir haben noch ganz viele Termine, aber für mich als Spielleiter ist es halt so, wir haben so den ersten Akt fast schon beendet. Wir haben noch jetzt 3 Spielrunden, also 3 Sonntage, wo wir spielen. Und dann ist dieses riesige Teil seit Januar abgeschlossen. Ich fieber da auch so ein bisschen hin, weil ich nämlich weiß, dass es ja dann so langsam noch mehr passiert, bis wir beim finalen Ende dann ankommen. Tja, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte euch so ein bisschen die Lampen vorstellen, die wir jetzt gekauft haben. Davon haben wir 4. Ich würde nochmal 2 auf jeden Fall kaufen. Die werden jetzt auf den Tisch immer positioniert haben. Ein schönes, entspanntes Licht, wenn nicht alles hier so hell ist, macht es viel mehr Spaß. Die waren nicht so teuer. Und hier habe ich nochmal einen Charakter ausgedruckt, beziehungsweise für euch jetzt präsentiert, weil das ist ein Charakter aus unseren Charakteren. Also ein Spieler spielt den und das habe ich fertig gemacht mit Midjourney. Das ist eine KI, wo man halt wirklich Wörter eingibt und dann werden diese Bilder gemacht. Nur damit ihr das seht, weil viele Leute wissen das nicht oder kennen das auch nicht. Man muss da eine Lizenz bezahlen. Man hat am Anfang die Möglichkeit, das kostenlos zu nutzen und so sage ich mal 20 Bilder, glaube ich, machen zu können, um sie mal auszuprobieren. Und wir haben aber festgestellt, für unsere Verhältnisse, für unsere Zwecke brauchen wir halt eine Lizenz. Dafür müssen wir Geld investieren und dafür haben wir aber auch das gesamte Jahr dann halt auch wirklich Zeit, einfach richtig viele Bilder zu machen. Es ist halt wirklich so, dass man Wörter eingibt, auch alles auf Englisch. Es gibt es nicht auf Deutsch, sondern man muss dann auf Englisch ein bisschen Übersetzungsprogramm vielleicht nutzen und dann generiert der Charaktere. Und das ist einer unserer Charaktere, der mitspielt. Das bedeutet, dass er mir gesagt hat, er hat halt ein Gewehr, er ist halt alt, in die Jahre gekommen, ein bisschen wettergegerbtes Gesicht. Und so stellt man diese Worte zusammen und auf einmal macht die KI so. Und es dauert halt vielleicht so 30, 40 Sekunden und auf einmal gibt er 4 Bilder vor, die man sich so anschauen kann. Und diese 4 Bilder habe ich natürlich geguckt, oh, was passt da viel mehr? Habe das vielleicht nochmal umgeändert? Man kann da wirklich einzelne Worte nochmal dazufügen und nochmal kopieren. Dann schmeißt man es nochmal rein oder generiert neue Bilder. Das geht auch direkt dort. Und dann kann man einfach die nehmen, fotografieren, dem entsprechenden Spieler schicken und der sagt, ja, so sehe ich aus. Und dann hat man wirklich am Tisch eine ganze Menge Charaktere, die halt auch wirklich, wo man ja nicht malen muss, man muss nicht zeichnen können, man muss gar nichts können, außer Worte aneinander rein. Was ich persönlich richtig cool finde, ja, weil es eine Rollenspielgruppe ist. Das darf man nicht vergleichen mit einer Auftragsarbeit oder so, aber es macht schon echt was her, wenn die Charaktere so eindeutig realistisch sind. Man kann sie natürlich auch im Comic-Style machen, wie man das gerne möchte. Wir wollten aber wirklich in diesem Setting von Hexen 1733 sein und das passt sehr gut. Wir haben eine Runde Fire and Stone gespielt. Liegt daran, dass wir in der Bibliothek wieder diesen berühmten einmal im Monat einen Brettspielabend anbieten und eine Freundin von uns da ja mitmacht, die ja bei uns auch mittlerweile Praktikantin ist. Und die sollte sich jetzt Fire and Stone anschauen, aber wir haben es natürlich ein Wochenende vorher nochmal gespielt, damit man auch wirklich die Regeln gut erklären kann. Und Fire and Stone ist schon ziemlicher Brocken eigentlich. Also nicht, dass es jetzt so ein extremes Expertenspiel ist oder so, aber man hat doch schon mehr Möglichkeiten als irgendwie gedacht. Ich kann euch so die Regeln gar nicht mehr so richtig erzählen. Ich will euch einfach so ein bisschen die Emotionen darüber bringen, denn Fire and Stone ist schon ein schönes, cooles Spiel. Man hat ja so ein bisschen so eine Landkarte und man breitet sich immer mehr aus. Und es kommt immer darauf an, was man so findet, wo man
hingeht, was man aufdeckt an Plättchen und dadurch entwickelt sich dieses Spiel. Ich fand es trotzdem vom Gefühl her richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Ich wusste oder ich kann mich auch gar nicht mehr so wirklich dran erinnern, obwohl es gar nicht so lange her ist, aber gefühlt ist es halt einfach mal, als hätten wir vor einem halben Jahr das Spiel gespielt, dass es halt schon so ist, dass man halt gucken muss, was man aufdeckt, hat man da mehr Glück oder nicht. Und ganz wichtig, daran kann ich mich definitiv noch erinnern, ist, wenn man halt so eine Hütte aufbaut, so von seinem Plättchen so eine Hütte, dass man dann immer wieder zum Feuer muss. Warum und weshalb, weiß ich gar nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass in der Bibliothek dann auch diese Frage kam und ich sage, ja, nee, nee, das, so ist das. Nur die Theorie ist, warum man wieder zum Feuer muss, keine Ahnung. Ich fand es aber trotzdem ein schönes Spiel. Ich kann, wie gesagt, die Regeln gar nicht mehr so richtig erzählen, weil ich es auch nicht hier habe. Ja, also es ist jetzt dann hoffentlich ausgeliehen oder ich weiß es nicht, ob es ausgeliehen ist. Auf jeden Fall ist es schon so, dass es halt ein solides Familienspiel ist und man da eine Menge Spaß mit hat. Plättchen, Holz, Häuser und so weiter oder Holzmiepel waren wirklich ordentlich viel da. Und ich dachte mir einfach so, als ich den Plan gesehen habe, also irgendwie habe ich es mir einfacher vorgestellt. Und es war gar nicht so einfach. Es war halt doch mehr drin als gedacht. Ich hoffe, das hilft. Ist vielleicht diese Jahre jetzt dann auch. Ich habe es nur einmal gespielt, Mann. Ja, so ist es. Aber irgendwie war es doch ganz gut. Die Zeit ist noch nicht um. Wie überbrücke ich das jetzt? Ja, wir sind gleich durch. Ich habe noch auf meiner Liste Clinic Rush. Zu Clinic Rush, ja. Das ist ja so ein bisschen der Ableger von. Och Mann, wie heißt es denn? Das andere hier mit den Sanduhren. Das fand ich immer so cool. Ach Mann. Kitchen Rush steht genau da links. Kitchen Rush und Clinic Rush. Clinic Rush haben wir mal auf der Spielemesse Essen, keine Ahnung, 2018, 2019 irgendwann mal gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da so ein bisschen so, ja, wozu? Wenn man Kitchen Rush hat, dann reicht es eigentlich. Denn die Miepel, die man nutzt, sind die Sanduhren. Es bleibt bei Clinic Rush genauso, nur dass wir hier Ärzte sind und wir versuchen halt Patienten zu heilen. Das Ganze ist wieder in Echtzeit und wir haben sozusagen unsere Sanduhren als die entsprechenden Figuren, die wir haben. Wir haben einen Timer, wir haben 5 Minuten, glaube ich, oder so, und müssen nun gucken, dass wir unsere Patienten auch heilen. Das ist aber gar nicht so einfach. Und ich finde, das ist auch gar nicht so einfach zu erklären oder zu spielen wie Kitchen Rush. Kitchen Rush war ganz einfach, man bekommt seine Karte, man kann die hinlegen, man hat sein Essen. Man muss es abarbeiten, man muss die entsprechenden Zutaten holen an seinem Tableau. Jeder ist so ein bisschen dafür verantwortlich, dass neue Kundschaft reinkommt und Essen platziert wird. Jetzt erkläre ich aber mehr Kitchen Rush als Clinic Rush, denn bei Clinic Rush ist es einfach nicht so. Bei Clinic Rush arbeiten irgendwie alle an den Boards in der Mitte. Jeder muss auch Zugriff darauf haben. Dann werden die irgendwie weitergeschoben und eigentlich übernimmt dann jemand anderes das, was für mich einfach so eine nicht so ein reibungsloser Ablauf war. Es gibt viel Gestreite dann an Bord, weil man dann sagt so, hey, du solltest doch noch das reinmachen, das Blutplasma, das fehlt noch. Ich fand es schon nicht so einfach als in der ersten Runde und es wird ja komplizierter. Mit jedem Mal kommen ja neue Sachen dazu und ich dachte mir so, wow. Also man hat auch Pinzetten, man hat auch ein Herz aus Holz und so weiter, was man alles so hochheben muss. Und ich fand es einfach mega viel zu kompliziert gemacht. Ja, meine persönliche Meinung, wenn ihr die Wahl habt und was Kompliziertes haben wollt, nehmt Clinic Rush. Wenn ihr richtig viel Spaß, ein Familienspiel habt, wo ihr nach jeder Runde immer weiter, immer mehr und so weiter dran habt, dann nehmt Kitchen Rush. Ist für mich das bessere Spiel, was mir auch mehr Spaß gemacht hat. Kommen wir zu Arche Nova. Ja, ich weiß, jetzt aufgepasst. Viele, viele haben Arche Nova gespielt. Viele, viele finden es mega genial. Und es ist das bessere Terraforming Mars.
finde, das hat damit null zu tun, aber ist egal. Terraforming Mars mochte ich nicht. Sage ich gleich. Ja, fand ich, wir haben es gespielt, wir haben uns mega darauf gefreut, wir haben es gespielt, wir fanden es dann irgendwie ziemlich lahm und nicht so besonders toll. Zu Arche Nova wollte ich eigentlich nie irgendwie spielen, da hatte ich gar keinen Bezug zu, weil ich finde das Thema schon alleine ein Zoo zu bauen total langweilig. Wenn ich dann auch noch das Artwork sehe, was wirklich absolute Tiere sind, also wirklich wie aus dem Zoo fotografiert, finde ich das halt auch langweilig und nicht spektakulär. Das ist meine persönliche Meinung. Das Cover an sich fand ich sehr schön. Meine Freundin mag das Cover auch nicht, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Sieht schick aus. Und jetzt ist es aber so, dass die Bibliothek dann diesen Spielabend haben und dann können vorher die Leute entscheiden, was soll gespielt werden. Und dann waren ganz viele Häkchen bei Arche Nova. Also haben wir uns hingesetzt, haben die Regeln gelesen, haben es aufgebaut und haben dann angefangen, dieses Spiel zu spielen. Erstmal nur zu zweit, weil wir natürlich dann testen wollten, wie spielt sich denn das Spiel? Ist es so gut, wie alle sagen? Ja, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's gut. Ich finde, Arche Nova ist kein überragendes Spiel. Es macht Spaß bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann auf einmal die Siegpunkte sich anschaut. Und dann dachte ich mir, total bescheuert. Ich sag auch warum. Ja, also es gibt ja zwei Leisten. Das ist einmal diese, glaube ich, Prestige-Leiste und einmal diese Siegpunkt-Leiste oder wie auch immer. Und die sind ja an verschiedenen Orten. Die treffen sich halt irgendwann. Ja, finde ich einen super genialen Mechanismus. Versteht mich nicht falsch. Ich finde diesen Mechanismus mega genial. Ich dachte mir nur, wenn ich hier schon Punkte mache und da nicht so, dann wird es da wahrscheinlich am sinnvollsten sein, weil da die meisten Punkte zu sehen sind. So ist es aber gar nicht, sondern es ist wirklich dann, wenn beide sich treffen, egal wo, dann wird sozusagen das Ende eingeleitet und dann geht es aber darum, wer am weitesten weg voneinander ist. So, ich fand das unglaublich unbefriedigend. Bis dahin war das Spiel auch völlig in Ordnung. Ich habe sogar teilweise darüber nachgedacht, in der zweiten Runde dieses Spiel vielleicht sogar zu kaufen, weil ich einfach diesen Mechanismus von den Karten der Auslage, also man hat wirklich Karten unten, dann kann man die bezahlen, dann werden die weggeschoben, also rausgezogen und nach hinten geschoben, fand ich total cool. Also fand ich wirklich super. Also diese 5 Karten, die man dann hat, mega schön, dass man so sein Board hat, wo man auch so puzzelmäßig das anordnet, wo man die Tiere auch dann wirklich da platzieren muss. Sehr schön. Fand ich nur von den Regeln irgendwie so nicht ganz so gut klar ausgedrückt. Aber egal, darüber kann ich hinwegsehen, wenn wir dann zum Ende kommen und nach 3 Stunden einfach denken, wow, ist ein Brocken, aber für mich gar nicht so schwer. Ja, ich dann stand da und dachte mir, diese Regeln und die ganzen Symboliken sind für mich eigentlich sehr eindeutig. Es gab immer wieder zwischendurch mal Fragen, aber ist bei einem Brecher wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig, dass dann mal 3, 4 Fragen auftauchen, die man lösen muss, die man besprechen muss. Aber wie gesagt, die Endrechnung war bei mir bei diesem Spiel einfach völlig sinnlos. Und ich sage euch auch warum, weil ich gewonnen habe. Und das liegt gar nicht daran, dass ich immer gewinnen will, sondern wenn ich gewinnen will, dann will ich so gewinnen, dass ich das berechnet habe, dass ich mir überlegt habe, was muss ich jetzt spielen, damit ich die größtmöglichen Siegpunkte generiere. Wenn ich das Ende dann durcharbeite und durchrechne und denke mir so, dann ist es ein nicht so gut durchdachtes, für mich persönlich, möchte ich nochmal sagen, ja, nicht sehr gut durchdachtes Prinzip. Denn wenn ich durch Zufall gewinne, finde ich das immer nicht so cool. Also es macht mir auch den Sieg jetzt nicht schmackhaft und ich sage so, wow, yeah, ich habe gewonnen. Nein, sondern ich sage mir so, was war das? Verstehe ich jetzt nicht. Und vor allem ist es bei mir so, dass ich auch jetzt nicht wüsste, ich könnte euch jetzt nicht sagen, worauf ihr zu achten habt, wie ihr spielen müsst, um es effektiv zu spielen, um die größtmögliche Summe rauszuholen. Kann ich euch nicht sagen. Spielt das Spiel, probiert es aus. Ihr könnt es 4, 5 Mal spielen, dann werdet ihr schneller definitiv. Dann braucht ihr wahrscheinlich keine 3 Stunden mehr. Und es macht auch Spaß. Nur zum Ende hin,
das würde ich mir als erstes durchlesen, damit alle die gleiche Chance haben und vielleicht können sie es ein bisschen manipulieren, um dann halt die Siegpunkte einzufahren und den Sieg reinzuholen. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber der ein oder andere wird es mit Sicherheit hinbekommen. Ich habe schon wieder überzogen, ne? Ihr merkt es, bei manchen Spielen muss es einfach so sein. So wie bei Arche Nova. Warcry. Ja, wir haben es wieder gespielt, endlich mal wieder. Ich bin ganz froh. Es macht echt richtig Spaß. Ein Kumpel von mir bringt ja den ganzen Kram immer mit, weil der wirklich alles einfach mal hat. Ich habe auch schon zeitweise überlegt, mal wieder, also eine eigene kleine Fraktion zu holen, wo so viele Figuren sind da gar nicht drin. Da dachte ich mir aber, warum eigentlich? Er hat alles. Ich kann da immer wieder sagen, ich würde mal das ausprobieren und das. Und ich habe so eine Art Dunkelelfen-Fraktion gespielt, so ein bisschen meuchlermäßig. Fand ich sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht. Natürlich ist es nicht immer ausgewogen, aber muss ich ganz ehrlich sagen, bei Warcry verstehe ich das auch ganz ehrlich, dass es nicht immer ausgewogen ist. Man hat mal die schnelle Fraktion, man hat mal die langsame, man hat mal die starke Fraktion, man hat mal die, wo mehr Figuren sind. Aber bei Warcry ist es so, dass wir halt wirklich Missionsziele haben mit Bedingungen. Das bedeutet, man muss dann wirklich ganz klar vor Augen halten. Hier werden Missionen großgeschrieben. Mein Kumpel, der mag das nicht so sehr, der würde einfach auch auf die Fresse geben wollen gegenseitig, aber ich liebe es mit solchen Mitteln zu arbeiten, weil natürlich ist es so, wenn ich eine Mission habe und ich es schaffe, dort Punkte zu generieren, dann sollte mir auch der Sieg zustehen. Und bei der einen Mission ist es halt auch einfach so, dass dort die schnelleren einfach mehr Möglichkeiten haben. Wenn aber Säure vom Himmel fällt und sowieso Lebenspunkte verletzend sind, dann sind natürlich die starken Brocken an Gegnern einfach mal viel, die halten halt viel mehr aus. Und die Meuchler, die so ein bisschen im Schatten sind und nicht ganz so stark sind oder nicht so viel Widerstand haben, die kriegen relativ schnell aufs Gesicht und dann ändert sich einfach das Grundprinzip des Spiels. Und das finde ich persönlich aber nicht schlimm. Ich finde, dafür ist es eine Asymmetrie drin, dass jede Fraktion sich einfach mal anders spielt. Und natürlich kann man das mit den gesamten Stapel an Missionskarten einfach gar nicht miteinander vergleichen. Es ist halt ein Zufallsprinzip. Man muss wirklich die Karten mischen. Man spielt vielleicht nochmal die gleiche Mission. Vielleicht dadurch, dass man eine andere Fraktion nimmt, der spielt. Spielt sich das Spiel auch dadurch ganz anders. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und dafür, dass es dann eigentlich nur eine kleine Box ist für knapp 40 €, wo man eine Fraktion hat, also 80 € mit zwei Fraktionen, oder wenn man sich eine komplette Box holt, wo dann fast alles drin ist, oder zumindest war, ich glaube, jetzt ist es dann nicht mehr so, aber da hat man das Regelwerk, ist es ein sehr, sehr cooles Teil. Und ich mag auch vor allem dieses kleine Board. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, geht nicht. Bringt nichts, weil es ist viel zu klein und man hat die Möglichkeiten, schnell irgendwo hinzukommen und dann muss man kämpfen. Ja. Wir haben mal wieder Star Wars Imperial Assault gespielt. Zu fünft. Ja, dann kam mir die Idee, ja, zu fünft könnten wir mit der App spielen. Nein, das geht ja gar nicht, weil die App ja einen der Spieler übernimmt. Das bedeutet, wir müssen zu fünft spielen und wir müssen einen zum Bösewicht machen. Ja, das ist kein Problem, spiele ich natürlich, ist ja kein Thema, weil ich kenne die Regeln, also kann ich das gut übernehmen. Und wir haben so die erste Mission gespielt und gleich noch im Anschluss eine weitere Mission. Und das macht in meinen Augen immer wieder Star Wars Imperial Assault aus. Natürlich kann man es mit einer App spielen, macht auch unglaublich Spaß, weil man dann einfach die App sieht, wie die Figuren laufen. Und so weiter. Aber hier ist es halt auch so, dass vier Leute gegen einen Bösewicht antreten. Und wenn die Rebellen loslegen, dann ist es gar nicht so schwer für die Rebellen. Manchmal doch. Also es ist immer eine knappe Geschichte. Wobei natürlich das ein oder andere Mal ist es schon so, dass ich sage, ja, ey, bei der Mission habe ich eigentlich nicht die Chance zu gewinnen. Aber es ist egal, weil das ist für mich ein richtig cooler Dungeon Crawler. Einer, wo man Kisten aufmachen kann, wo man die Leute versucht irgendwie zu blocken,
damit sie nicht an die Mission können. Denn hier ist es ganz eindeutig missionsbasiertes Spiel. Man hat eine Story dabei, die nicht allumfassend ist, aber schon cool ist, die man kurz vorliest und dann weiß, ah, okay, wir sind auf dem Planeten, wir sind Rebellen, wir versuchen hier Schmugglerware trotzdem zu transportieren, weil das brauchen wir gerade für die Rebellion. Und wenn wir das schaffen, eröffnen sich neue Ziele, neue Hauptmissionen, neue Nebenmissionen. Wir akquirieren dadurch Han Solo oder Luke Skywalker, weil wir ihm geholfen haben. Und das ist so cool, anschließend dann einkaufen zu können, Erfahrungspunkte zu nutzen. Das ist genau das, was ein Dungeon Crawler ausmachen sollte. Vor allem ein kooperativer Dungeon Crawler, wo man nicht gegeneinander kämpft, sondern sich abspricht. Geh du nach vorne, beginne als Erstes und schieße auf die Tür. Dann könnte unser Wookie durchlaufen und die ersten Sturmtruppen weghauen, damit wir eine Chance haben, an die Terminals zu kommen, weil die müssen wir jetzt in 2 Runden alle deaktivieren. Mega cool. Es ist spannend, es macht Spaß, es ist ein würfelbasiertes Spiel und trotzdem kann man die Würfel manipulieren. Ja, alles, was ein Dungeon Crawler haben muss. Es ist ein älteres Spiel, ja, aber trotzdem, es ist ein Star Wars-basiertes Spiel und dadurch für alle Star Wars-Fans immer noch eins der Top-Spiele in meinen Augen, die nichts falsch machen. Deswegen für dieses Spiel wieder beide Daumen hoch, ist halt auch eins meiner Lieblingsspiele. Erde. Ja, ist schwierig. Zu Erde, es ist so ein ungefähr ein 50-Euro-Spiel und meine Freundin wollte es unbedingt haben und ich dachte mir so, ja, schenke ich jetzt zum Geburtstag, warum auch nicht, wenn sie es unbedingt haben will. Ich war so ein bisschen unschlüssig, danach kam die Packung, es war unglaublich schöne Bilder, es gibt tolles Holzmaterial, alles, wo ich dachte so, ah, das fällt dann gleich um oder so. Nein, ist es nicht, es ist super gut gemacht. Was ist die Kritik? Ganz einfach, die Kritik ist daran, es ist ein 50-Euro-Spiel für 4 Leute und eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann es auch alleine spielen. Warum? Weil wir aneinander vorbeispielen. Es gibt keine Konfrontation, es gibt auch nicht wirklich, dass ich was wegnehme. Ich spiele meine Erde. Ja, das kann ich ganz allein mit mir selber tun, das kann ich auch zu zweit spielen. Muss ich das zu viert spielen? Weiß ich nicht. Das war die Kritik von allen, denn wir haben alle 4 Spaß gehabt, ja, aber für uns selber. Das bedeutet, auch da es gleichzeitig passiert, gibt es kaum eine Downtime. Gleichzeitig aber auch Punkte generieren oder irgendwelche Karten aktivieren, hat dann nicht mehr viel in meinen Augen miteinander spielen zu tun, ja. Es ist ein cooles Spiel, aber ich meine, es reicht auch, wenn wir zu zweit dieses Spiel spielen. Ich glaube, ich muss nicht zum Brettspielabend gehen, Erde mitnehmen und zu viert da dran spielen. Ich finde, da ist ein Kitchen Rush das bessere Spiel. Und nicht, weil ich es vergleichen will, sondern weil es mir gerade einfällt, weil es aktiv ist, weil wir zusammenspielen müssen. Ich will auch gar nicht, dass Erde ein kooperatives Spiel ist. Das meine ich gar nicht damit, sondern Erde hat so einen Beigeschmack von wegen, ich mache hier mein eigenes Ding. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich will das euch nur sagen, weil nicht, dass ihr das Gefühl habt, nachher, wenn ihr das Spiel gekauft habt, weil viele sagen, es ist voll cool, es macht Spaß, dass ihr dann im Anschluss so ein bisschen denkt, so ja, das hätte ich jetzt auch alleine zocken können. Oder vielleicht auf dem Handy zocken, falls es das gibt, das weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich wahrscheinlich dazu raten, wenn ihr zu zweit es gerne spielen wollt, dann seid ihr hier super gut bedient. Zu viert, meines Erachtens, muss ich es nicht nochmal spielen. Außer Freunde würden jetzt sagen, das wollen sie unbedingt nochmal spielen. Dann würde ich es auch zu viert spielen. Aber sonst meine ich, es ist ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Was dann für den Preis schon wieder ein bisschen schade ist, in meinen Augen. Aber das Artwork ist cool. Ja. Und also die Mechanik auch. Ja. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen, es hat mir Spaß gemacht und es war schön von der Hand gespielt. Es ging fluffig dahin, bis das Ende eingeläutet war. Ja, das war's. Ich weiß, es ist nicht viel, es tut mir so leid.
Es wäre mit Sicherheit noch ein bisschen was draufgekommen. Ich weiß auch gar nicht, warum es so wenig war. Denn wir waren ja eigentlich in Leipzig und da haben wir zwei Spiele gespielt bei Freunden und irgendwie hat es nicht so richtig alles. Ach, ich weiß auch nicht. Ich sag mal so, die Tage sind zu kurz. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ist ja mehr Sonnenschein und man hat eigentlich voll viel Zeit. Aber irgendwie ist einem dann auch warm und dann hat man keine Lust. Dann spielt man irgendein Spiel, dann will man es nochmal spielen, damit ich euch auch sagen kann, ob es wirklich gut oder schlecht ist. Und dann denkt man sich so, ja. Ja, also, ein kurzes gespielt also aus letzten Monat. Und ich hoffe, dass ich euch nächsten Monat ein bisschen mehr präsentieren kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, bitte unten in die Kommentare leistet natürlich rein. Ihr könnt auch sagen, was ihr gespielt habt. Das würde mich auch immer interessieren. Vor allem, was war richtig cool bei euch? Was hat euch richtig gut gefallen? Oder was war so ein richtiges Loser-Spiel, wo ihr sagt so, ey, das würde ich nie wieder auf den Tisch bringen. Dann weiß ich auch Bescheid. Das freut mich nämlich auch. Dann überlege ich mir, ob ich das überhaupt kaufe oder nicht. Ist immer wieder gut, wenn wir uns darüber austauschen. Denn Spiele sind teuer und werden auch teurer. Und deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, habt einen schönen Sonntag, macht's gut und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder mit, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Passt auf euch auf, euer Tigurio.